Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Ich bin der Waschter von den Simulanten und sage Hallo von der Hofbergmann in Landwirtschaftssimulator 2017. Wie ihr seht, ich möchte ein bisschen Silage machen. Gucken wir mal die Krone an, Ultima. Mal gerade gucken, ob alles. Nochmal. Eigentlich genug, das sollte reichen. Oh ja, die ist voll genug. Können wir so mitnehmen. Gummi ist eingepackt, jawohl. Auf geht's. Fahrt mal kurz noch einmal die anderen, der ist nämlich hier zu Hause angekommen. Fertig mit Schwaden, den können wir gleich mal in die Wäsche stecken, würde ich sagen. Mit denen können wir gleich ein bisschen Futter für die Viecher machen. Kleine NF ohne Kabine. Dem fahren wir gleich als erstes mal ein bisschen Stroh zu den Kühen. Aber zunächst einmal mit dem großen MB. Oh, Fenster auf. Und bis zum Feld können wir auch mal wieder mit ein bisschen Gangschaltung fahren, ne? Der B-Truck ist nämlich auch schon da, da möchte ich gerne so ein bisschen Gras natürlich für die Viecher haben, aber auch Silage machen. Da hat den Tausender noch hingeschickt mit dem Ladewagen. Der kann jetzt mal kurz irgendwie eine kleine Bahn ziehen.
schauen, weil das war hier so ein ganz kleines bisschen, wie gesagt. Brauchen wir nicht viel. Das reicht mir schon und den Rest, wie gesagt, dann zu Silage bein. Den lasse ich gerade hier stehen. So. Sieht alles gut aus. Dann können wir mit dem hier loslegen. Fahren wir mal bis da, wo ich gerade aufgehört habe. Können wir nochmal ausmachen, weil die Power kann ich gebrauchen. Der Leistungsbedarf soll 125 PS sein. Da hat der hier mit 180 aber doch zu kämpfen, natürlich bei der Steigung hier. So, wollen wir mal gucken. Der rollt jetzt bis unten durch.
Das sind mal andere Maße. Wenn wir unten sind, schicken wir den kleinen MB-Truck erstmal los. Kann man nicht wahr sein. Jetzt hat er einen Kurs. Ja, mit dem können wir schon mal kann ich nämlich gleich mal bei den Schweinen und bei den Kühen ein bisschen Stroh einstreuen. Jetzt machen wir mal gerade das hier fertig, bevor das anfängt zu regnen. Das ist auch die letzte Bahn hier. Man kann das meinetwegen anfangen zu regnen, das ist mir dann egal. Also natürlich auch Steigung hier, ne? Schon verständlich, dass er hier so hoch kriegt.
So. Perfekt. Kann ich den trotzdem jetzt auswerfen? Nee, ne? Hier kann ich nicht währenddessen. Also lassen wir das so. Oh, das noch mal. Kann der nämlich schon wieder zurück? Und der ist nämlich dann angekommen. Können wir nämlich gerade noch die Kühe mit Gras versorgen. Ach du meine Güte, war ja gar nicht so viel. Naja. Ja, Kühe auch versorgt. Ich glaube, jetzt sieht es da generell sehr gut aus. Nun, zwei, jo. Kühe sehen sehr gut aus. Hier fehlt ein bisschen Körnermais. Zuckerrüben habe ich eh noch nicht. Aber das sieht da wieder ganz gut aus. Wiese ist auch fertig. Müssen wir nur noch die Ballen runterholen. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Lasst einen Daumen da und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.